Also, hallo und guten Tag zum zweiten Teil von dem Test. Diese Schachtel. Ja, sorry, dass es überhaupt dazu kommen musste, zu dem zweiten Teil. Weil das iPad, ja, beim iPad war Speicher alle. Okay. Ja. Wir haben es jetzt mit der Ecke. Habe ich jetzt so hier Front drauf lassen. Und, ja. Da ist was rausgebrochen hier. Und sonst. Das ist eigentlich in Ordnung. So, das tue ich da raus. So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier die Seite. Da, das ist auch so. Und dann so. Also. 3, 2, 1. So. Das war. War auch gut. Na. Gut, das Video, naja, ich glaube, der Speicher fürs iPad reicht nicht mehr so lange. Naja, gut, mal gucken. So, jetzt würde ich sagen, machen wir so, ja. Schutz hier. 3, 2, 1. Ja, sorry, das geht so schwer zu treffen. Ich würde mal sagen, das brauche ich eigentlich gar nicht weiter zu versuchen. Ich mache es jetzt mal mit der Kante hier unten. Also 3, 2, 1. Ja, das habe ich erwartet. Dass die ganzen Dinger jetzt hier rausspringen. So, dann muss ich ganz wieder rein. Ja, muss man kurz raustun, da ist noch irgendwas drin, oder? Nein, doch nicht. Okay. Hier. Kurz die Ansicht dieses Teils hier. An der Seite ist hier eigentlich nichts weiter passiert, aber es ist schon wieder was rausgebrochen. So, jetzt tue ich wieder weg. So, in die Höhe. Auch nicht so viel an der Seite passiert. So, ein bisschen da drauf. Und würde ich sagen, diese Seite. So. So, dann. So, okay, also. Also, 3, 2, 1. Es ging auf die Seite, ist nichts passiert. Ich mach's jetzt nochmal mitten in der Mitte. Jo. 3, 2, 1. Das ging doch mal. So, okay. Das Ganze mal raus. Also, hier ist nichts weiter so passiert. Das macht ein Video. Ja, würde ich sagen, dieser Test. Also, Schutz. 3, 2, 1. So. Wir sind nicht weiter reingekommen. Also ist das Ding im Ganzen eigentlich, naja, zwar jetzt nicht so stabil, aber dafür, dass es eigentlich nur zusammenhalten sollte, also dass es nur die Karten hier vor Staub oder sowas schützt oder eben nur zusammenhält, dass man die transportieren kann, ist es genügend. Ja. Okay, würde ich sagen, ich verabschiede mich hier. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.